Hallo, ihr Lieben, ich möchte euch hier eine kleine Einführung in die Welt des Fastens geben, einen Weg der Reinigung und inneren Entwicklung. Wir sehen hier Licht, Nahrung von Luft und Liebe leben. Ja, klingt sehr provokant. Kann man von Luft und Liebe leben? Schauen wir mal, ja. Hier steige ich gleich mal ein in die Vorteile des Fastens. Fasten reinigt den Körper. Eine Entgiftung findet statt. Das merkt man auch, dass man am Anfang öfters mal aufs Klo muss, ja. Und es ist so wie ein durch, also man trinkt auch in der Zeit recht viel, würde ich auch empfehlen. Und dass wirklich dann vieles ausgeschwemmt wird. Damit beugt es auch Krankheiten vor. Aber nicht nur das, mit dem Fasten, wir üben körperliche und geistige Disziplin. Wir entwickeln auch Selbstvertrauen, weil wir uns eben beherrschen können mit dem Essen. Die Anfangsphase ist gar nicht so einfach, ins Fasten reinzukommen, aber es gibt dann doch vieles Selbstvertrauen, dass wir es geschafft haben. Wir brauchen viel weniger Schlaf. Sehr interessant. Ich bin auch nicht müde nachmittags. Das Essen macht scheinbar wirklich auch ein bisschen müde. Und das fällt weg. Also wirklich für die Prüfungsvorbereitungszeit ist vielleicht wirklich Fasten auch eine ganz interessante Alternative, müsst ausprobieren. Aber das habe ich gemerkt, vielleicht 5 Stunden, 6 Stunden haben mir dann schon gereicht. Es steht natürlich dann mit Zeit für andere Aktivitäten zur Verfügung, da viel Zeit auch für die Essenszubereitung, das Essen selber wegfällt. Ja. Ich habe schon immer Mahlzeiten dann auch gemacht, aber das war dann Suppe, Tee habe ich immer wieder getrunken, also die Mittag- und Abendessen mit der Familie ist natürlich schon schön, wenn man auch dabei ist. Ein soziales Ereignis auch und das kann man ganz gut mit partizipieren durch eine Fastensuppe. Ja, eine einfache Brühe. Es kann auch zu flow-ähnlichen Gefühlszuständen kommen. Nicht gerade am Anfang, aber später habe ich das durchaus auch erlebt. Unsere religiösen Traditionen und Weisheitslehre haben immer wieder auf die Bedeutung des Fastens hingewiesen. Gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Da Jesus und viele andere haben lange Zeit gefastet, ist das eine Erleuchtung oder spirituelle Entwicklung dienlich? Die Frage. Spirituelle Aktivitäten sind länger und konzentrierter möglich, wird man in dieser Zeit. Habe ich zumindest gemacht, mehr meditiert, mehr gebetet, mehr in die Natur, mehr meditiert, genau, Sonnenatmung, Prana-Atmung und so weiter. Kommen wir später dazu, das habe ich dort mehr praktiziert. Es ist eine spirituelle Intensivierung möglich. Man hat nicht mehr so viel Angst vor der Zukunft, weil man weiß, dass man auch eine Zeit lang ohne Essen auskommen kann. Eine wichtige Botschaft für einen selbst. Man lebt danach durchaus bewusster und das Schmecken, Essen schmeckt danach auch viel besser. Wen wundert's? Man hat wirklich einen feineren Geschmack wieder. Das Fressen, was man ja so oft hat, fällt dann auch weg. Ein gemeinsames Fasten und Beenden des Fastens kann ein schönes gesellschaftliches Ereignis sein. Lass ich mal kurz die Katze rein. Genau, die will vielleicht auch zuhören. Ganz kurz, meine typische Fastenkur gliedert sich in drei Phasen. Es gibt die Umstellungsphase, die, wenn man es noch nicht so gewöhnt ist, schon ein Gas beuteln kann. Ich habe mich da auch mal schwach gefühlt und nicht wohl. Aber ich merke so, je öfter man macht, desto einfacher ist es. Also jetzt ist überhaupt kein Mangel mehr, wenn ich jetzt das Fasten anfange. Ich mache mir den Kopf klar. Körper realisiert, okay, es geht jetzt wieder ins Fasten, stellt um sozusagen. Am Anfang muss ich den Körper auch ein bisschen da rein zwingen. Naja, zwingen klingt immer nicht gut, aber vielleicht ist auch am Anfang rebellierter und er möchte dann schon was essen und man fühlt sich einfach auch nicht so gut. Und ich bin da drüber weg. Und dann geht es einem gut. Genau, es gibt die Entschlackungsphase, die Reinigungsphase und den Aufbau. Auf die Aufbauphase am Schluss. Man muss ja langsam anfangen mit dem Fasten, also das Essen langsam runterfahren, den Magen entleeren über Glaubersalz zum Beispiel.
Und genauso wieder am Ende, wenn man wieder neu anfängt zu essen, nicht ganz viel, weil man großen Hunger hat. Man hat dann gar keinen großen Hunger mehr. Sobald im Magen keine Nahrung mehr ist, ist eigentlich das Hungergefühl dann auch weg. Ja, aber trotzdem, wenn man sehr stark Gewicht verliert oder eine kritische Grenze, sollte man dann schon auch aufhören damit. Ja, man muss, das ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht hängt auch ein bisschen was mit dem Bewusstseinsniveau zusammen. Ob das für einen jetzt angesagt ist oder nicht. Man muss sich dazu nichts zwingen, aber wenn es große Freude macht und Spaß macht, dann ist es eine sehr tolle Möglichkeit. Ja, es gibt auch ein Risiko des Fastens. Klar, es kann auch einen Hungertod geben. Ich denke, so weit werden wir nicht gehen. Aber Menschen mit Herzproblemen sollten das genau abwägen. Bei Depressionen, seelischen Störungen, bei hohem Alter oder Minderjährigkeit, bei Diabetes, Hepatitis, bei Stress, bei vor kurzem überstandenen schweren Krankheiten ist vielleicht nicht so gut. Bei schwerwiegenden Krankheitsbildern wie Tuberkulose, Arteriosklerose, Herzerkrankungen und auch beim Krebs wird es hier jetzt nicht empfohlen, wobei eine Kurzzeitfasten durchaus förderlich ist, zum Beispiel vor der Chemotherapie. Ja, da ist es eigentlich sehr gut, mal zu fasten, weil Krebs sehr gierig ist, ja, und dann das Gift, was man dann im Körper kriegt, das ist ja irgendwie auch Gift, nimmt dann der Krebszellen sehr intensiv auf, ja. Bei Schilddrüsenüberfunktion, bei Schwangerschaft und Stillzeit, bei Essstörungen, Bulimie, sollte man das jetzt auch nicht unbedingt machen, ja. Also es gibt schon ein paar Krankheitsbilder, wo das jetzt nicht so empfohlen ist. Da soll man sich vorher mal informieren, ob das für einen empfehlen ist. Genau, mit Glaubersalz, das habe ich nicht gemacht, dass ich den Magen entleert habe. Es gibt auch andere Möglichkeiten, den Magen zu entleeren. Ich habe aber trotzdem keine Probleme gehabt. Ich habe halt immer weniger gegessen, sozusagen, in der Übergangsphase und habe keine großen Probleme bekommen. Zu Beginn gibt es Stimmungsschwankungen auch. Es kann auch eine gewisse Reizbarkeit entstehen. Der Blutdruck sinkt auch etwas. Man fühlt sich vielleicht leicht schwach, schwindelig oder übel. Das ist eigentlich normale Erscheinungen, wenn man das Fasten beginnt. Hier sind die Zeiten mal gelistet. Wenn man 60 Kilo hat, dann kann man 28 Tage maximal fasten. Bei 70 Kilo, da liege ich jetzt, da kann man 42 Tage fasten. Ich habe 40 Tage das letzte Jahr realisiert, mit großer Freude. Bei 80 Kilo kann man sogar 60 Tage fasten und bei 90 Kilo 100 Tage. Also das ist Anfangsgewicht vor dem Fasten. Wenn man mit 100 Kilo, 90 Kilo anfängt, kann man so 100 Tage, ja, kann man fasten. Es gibt auch manche, die fasten beständig. Ja, gibt es einige. Ich glaube sogar, dass ich 1000 Menschen ungefähr weltweit, die beständig ohne Nahrung auskommen. Also der Körper hat scheinbar eine Möglichkeit, auch ohne feste Nahrungszufuhr zu überleben. Ja. Ohne Flüssigkeit gibt es auch ein paar, aber da würde ich absolut dann abraten, das ohne Flüssigkeit zu machen. Aber beständig ohne Nahrung scheint auch möglich zu sein. Ist auch eine Freude, Essen, muss man schon sagen, ist auch ein gemeinschaftliches Ereignis, deswegen muss es nicht unbedingt das Ziel sein, kann es aber. Genau, haben wir schon gehabt, die falsche Nahrungszufuhr nach einer längeren Fastenzeit kann es zum Refeeding-Syndrom kommen, ja, also musst du wirklich langsam auf bauen. Das ist ja auch beschrieben mit 10 Kalorien am Tag anfangen pro Kilogramm Körpergewicht. Dieses Dokument steht euch ja zur Verfügung. Dann könnt ihr nachschauen, wie man das am besten bewerkstelligen kann. Eine halbe Stunde von dem Fasten brechen, Vitamin B1 und B-Vitamine als Supplement zu sich nehmen. Dann zusätzlich Phosphor, Kalium, Magnesium, Natrium und so weiter. Also da sollte man sich mal einlesen für den Start des Fastens und für das Beenden. Auch Avocados eignen sich super, da sie weich und leicht zu verdauen sind und zudem eine gute Quelle für gesunde Fette darstellen. Es gibt verschiedene Arten des Fastens. Ihr habt bestimmt schon mal von Intervallfasten gehört, das mache ich eigentlich auch. Ständig, außer am Wochenende. Das heißt 16-8, also 8 Stunden Nahrungszufuhr, 16 Stunden keine Nahrungszufuhr. Das heißt also, abends essen, Abendbrot und nächsten Mittag dann, was weiß ich, 1 Uhr oder so, dann zum Mittagessen. Das mache ich, also ich lasse das Frühstück dann aus, trinke dann nur einen Tee oder einen Kakao.
Und dort, Körper schaltet beim Fasten in einen Reinigungsmodus. Und es scheint auch bei dem 16:8 oder 15:9 oder 14:10, ja, also man kann es auch ein bisschen variieren, auch der Fall sein, dass der Körper umschaltet und die Schmutzstoffe und Regeneration auch der Zellen in diesen Zeiten dann besser abläuft, würde ich einfach mal sagen. Genau. Neben Wasser ist auch Kräutertee oder grüner Tee zu empfehlen. Ja, man kann natürlich auch Gemüsesäfte oder Obstsäfte trinken. Das habe ich darauf verzichtet. Das ist natürlich schon auch fast ein bisschen wie Nahrung dann. Auch Bier ist Nahrung, muss man sagen. Eine Gemüsebrühe, ja, das habe ich gemacht. Ja. Und man kann im Fastentee auch Honig zugeben. Also das muss man selber schauen, wie puritanisch man es macht. Man kann auch nur Wasser trinken, aber gutes Wasser. Und da ist auch manchmal gut, das Wasser vielleicht vorher zu segnen. Dann hat es nochmal ein bisschen besseren Effekt. Oder auch Grander Wasser zu nehmen. Das ist ein sehr gutes Wasser. Also beim Wasser soll man wirklich auch auf Qualität achten. Genau. Wie strikt ihr das macht oder stringent, das ist euch überlassen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Profi, der jetzt nur vom Wasser lebt, sondern ich trinke eben Tee. Habe auf meine Säfte verzichtet oder auch gibt ja so auch La Vita, so Nahrungsmittelergänzungssäfte. Das ist ja auch fast wie Nahrung. Also kann ich an der Zeit auch mal weglassen. Das sage ich deswegen. Ich habe ja danach eine Untersuchung gemacht, die seht ihr selber noch später. Da habe ich sehr gute Werte gehabt. Also was die Mineralien angeht im Körper, was die Vitamine angeht, die waren sogar perfekt. Die waren hervorragend. Ja. Also das heißt, der Körper hat so die Fähigkeit, die Stoffe, die man braucht, dem Körper, die der Körper braucht, sich selber auszuregulieren, möchte ich einfach mal sagen. Ich glaube sogar, dass über Transmutation was läuft, dass der Körper sich wirklich auch selber die entsprechenden Stoffe produzieren kann, würde ich mal sagen. Das Verfahren über Transmutation haben wir bei Tieren auch schon beobachtet. Und ich kann mir das nicht anders erklären, dass ich am Schluss nach 40 Tagen, das ist ja schon eine längere Zeit, wirklich hervorragende Blutwerte hatte. Es ist so, wenn man kurz vor dem Hungertod steht, dann geht es auch an den Herzmuskel, der wird dann auch angegriffen. Aber bis es so weit kommt, greift der Körper auf alle anderen körpereigenen Energiequellen zurück. Also da ist es wirklich das allerletzte Ultima Ratio und da solltet ihr wirklich spätestens aufhören, wenn es so weit kommt. Man soll nichts übertreiben, alles in Balance und es tut einem ja auch gut, wenn man merkt, okay, der Körper macht mit. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Zeit, der Fastenzeit, ich freue mich schon drauf. Und wenn es alles nur Leiden ist und so weiter, dann ist es noch nicht so angesagt. Vielleicht soll man dann noch ein bisschen warten. Ja. Interessanterweise, man geht einmal die Woche, habe ich Stuhlgang gehabt, da sieht man, dass eben Zellen abgebaut werden. Und trotzdem habe ich, ein Körpergewicht geht runter. Ich habe mal mit 75 Kilo angefangen und war dann irgendwie bei vielleicht 65 oder 66, so in der Richtung. Und da war es stabil. Das hat sich dann stabilisiert. Und das ist auch interessant, dass das Körpergewicht dann nicht mehr weiter runtergeht. Ja, manche sprechen von Lichtnahrung. Also ich nehme ja zwei Themen. Sind ja da, sieht man hier mal die Lichtnahrung gleich. Ja, was ist Prana? Prana ist Lichtenergie, kann man vielleicht sagen. Die Energie, die im Raum auf uns einströmt, kann man sagen, ist ein Quatsch, ist noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Aber davon gehen doch spirituelle Meister auf, dass wir die Möglichkeit haben, eben über den Raum Energie aufzunehmen. Und ein Teil von dieser Energie kommt von der Sonne. Und muss ich sagen, es gibt weltweit ca. 30.000 Menschen, haben wir glaube ich schon gesagt, die beständig nur von Prana-Nahrung leben. Das heißt, die keine Feststoffnahrung zu sich nehmen. Und das geht seit Jahren, also das ist eigentlich auch möglich. So weit bin ich noch nicht. Es gibt sogar manche, die nichts trinken, aber das finde ich jetzt ganz verrückt. Also das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Und die Überlegung, die Pflanze, die generiert aus Licht und Luft alles, was sie benötigt. Ja? Also der Erdboden ist vielleicht nicht genügend stoffliches. Also wir sollten nicht, auch wir Wesen, diese Möglichkeit haben, die nötigen Stoffe, die der Körper braucht, zu generieren.
Prana ist eine Lebensenergie, die auch hinter den Emotionen und Gefühlen steht. Und das ist die Lebensenergie hinter allen Lebendigen, kann man sagen. Ja? Und diese Energie kann man auf verschiedenen Wegen zu sich nehmen. Durch Nahrung, Flüssigkeit, Sonnenlicht, Luft oder aus dem Äther. Du nimmst mehr Prana auf, wenn du bewusst darauf achtest, was du in deinem System aufnimmst und auch wie du es aufnimmst. Es geht darum, eben diese Prana-Energie in dieser Zeit zu intensivieren und auf Kosten der stofflichen, also des Essens, dass der Körper weiterhin in Balance ist und es ist möglich. In dieser Zeit ist ja trotzdem eine gute Leistungsfähigkeit möglich, geistig und körperlich. Nachdem die Sonne der Hauptlieferant des Prana ist, ist es wichtig, jeden Tag an die frische Luft zu gehen. Selbst bei Nebel und Regen kommt immer noch genügend Prana von der Sonne durch. Man nimmt mit jedem Atemzug auch neues Prana auf und harmonisiert den Prana-Fluss im Körper. Deswegen ist die Atmung auch sehr wichtig. Da gehen wir später noch drauf ein. Man kann es auch Lichtnahrung nennen, das Ganze. Die Ernährung, die feinstoffliche Ernährung durch Licht und Luft. Ja. Es ist ein rein spiritueller Weg oder auch die Folge eines spirituellen Weges, die Lichtnahrung. Vielleicht ist nicht jeder fähig, da sehr viel aufzunehmen von dieser Lichtnahrung, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist vielleicht nicht jedermanns Sache zu fasten in längerer Zeit. Ja, da muss man selber schauen, ob das für einen passt. Es ist eine universelle Lebensenergie, dieses Prana, und hier fehlt da noch eine Beschreibung, auch kosmische Liebe oder grenzenlose Liebe Gottes, die beschrieben ist. Also etwas Ähnliches ist im Islam auch beschrieben, da nennt man das Baraka. Man kann sagen, es ist eine Segenskraft oder auch eben diese Urenergie, diese Prana-Energie, die uns Menschen zur Verfügung steht. Auch Qi im Chinesischen wird der Begriff Qi dafür verwendet, im Japanischen Qi, K-I, ja. Und auch das bedeutet eben diese Information und Energie, die uns das Universum zur Verfügung stellt. Es ist wichtig, darauf zu achten, was man zu sich nimmt, denn manche haben ein hohes Prana-Energie und manche nicht. Zum Beispiel Fleisch senkt den Energielevel des Körpers, auch Drogen, Alkohol oder Nikotin. Im Fleisch nimmt man halt eben auch die negativen Schwingungen des Leidens und Sterbens des Tieres in sich auf, also diese feinstoffliche Komponente, und deswegen gibt es auch immer mehr Vegetarier weltweit. Aber auch Dosen Gemüse und Tiefkühlkost beeinflussen unser Prana-Niveau. Ja, jetzt mache ich schon zum dritten Mal, zeichne ich den letzten Teil auf dieser Präsentation. Aber man lernt Geduld vielleicht auch durch das Fasten, dass man dann doch die Dinge... Genau. Also, was macht den Körper die Energien unruhiger? Hier ist Eier sind aufgezählt, schwarzer Tee und Kaffee. Und genau, so ist es einfach hier angegeben. Wir wissen, Kaffee, der macht uns wirklich ein bisschen unruhiger. Ist auch sehr harntreibend. Aber es gibt Nahrung, die sehr viel Prana-Energie enthält, und dazu zählt frisches Obst und Gemüse, wen wundert es, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte sowie Milchprodukte. Am besten sind frische Säfte, Kräutertees und Wasser, vor allem gutes Wasser. Ja. Die Säfte enthalten halt Fruchtzucker, einen hohen Anteil, und deswegen sollte man sie durchaus etwas verdünnen mit Wasser. Kräutertees besitzen auch eine Heilwirkung, muss man entsprechend aussuchen oder aber nicht zu lange den gleichen Tee vielleicht trinken. Sollte nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, der gleiche Tee. Auch in der Luft ist Energie enthalten. Deswegen sind im Yoga auch sehr viele Atemübungen. Geht es um sehr viele Luftatemübungen, um die Energie der Luft auch in den Körper aufzunehmen. Eine besonders spirituelle Kraft entsteht, wenn mehrere Leute gemeinsam etwas praktizieren, also meditieren oder beten. Ich merke das auch, wenn ich mit den Kindern immer meditiere. Es macht mir besonders viel Freude, ja. Denn durch gemeinsames Beten und Meditieren wird die Energie von Engeln und Meistern noch mehr angezogen, die uns dann unterstützen. Auch Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen.
Ja, das hat was. Gemeinsam fasten, gemeinsam meditieren, gemeinsam beten hat nochmal eine ganz besondere Energiequelle. Es geht hier um die innere Energiequelle und die äußere Energiequelle. Die innere Energiequelle wird im Hinduismus Kundalini Shakti genannt. Ja, in uns ist eine große Energiequelle und die können wir anzapfen. Ja, eine schöpferische Kraft ist in uns, ist unendlich groß, dass sie eins ist mit dem kosmischen Shakti, die das Universum geschaffen hat. Und jeder hat diese unendliche Energie in sich. Das ist eine gute Botschaft. Aber wir kommen oft nicht so richtig an die Energie ran. Und dazu dienen spirituelle Praktiken, zum Beispiel Fasten, um mehr an diese Energie ranzukommen und Zugang zu ihr zu bekommen. Neben dieser inneren Shakti, der Kundalini, gibt es auch die kosmische Shakti, die alles ständig mit Prana, mit Lichtenergie versorgt. Die kosmische Schöpfungsenergie hat auch das gesamte Universum geschaffen, in dem jedes Individuum ruht und ist weiterhin überall aktiv. Wenn man sich also ganz der universellen kosmischen Energie hingibt, sich Gott, dem Heiligen Geist oder wie man sonst es nennen mag, öffnet, kann man spüren, wie alle Zellen des Körpers neue Kraft bekommen und aufgeladen werden. Die Prana-Atmung. Mit dieser Atmung reinigt man zuerst seinen Lichtkörper. Dadurch sollen die Zellen wieder in die göttliche Ordnung gebracht werden und an der neuen Frequenz angepasst werden. Bei dieser Umprogrammierung der Zellen soll darauf geachtet werden, dass sie nur durch Prana-Nahrung erhalten. Prana-Atmung ist, dass wir ganz stark einatmen, die Luft halten und dann wieder ausatmen. Ganz tief ausatmen. Ja, und 7 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und dann eben eine gewisse Zeit dann den Zustand halten und das Ganze 12-mal wiederholen. Diese Art der Atmung versorgt man auch mit Energie. Das habe ich mal praktiziert während der Fastenzeit. Man kann es aber auch sonst praktizieren. Die ist wirklich ein Energielieferant, sondersgleichen. Ja, diese Prana-Atmung. Hier im Taoismus, jetzt gehen wir durch die verschiedenen Religionen, was sie zum Fasten sagen. Hier ist auch ein Bild, das zeigt, auch der Taoismus hat das Bewusstsein, dass der Geist durch Qi-Energie gespeist wird und der Körper und Geist und der Körper und Geist eben auch gespeist werden kann durch Essen und Trinken. Ja, überall ist die gleiche Energie vorhanden und wir können die direkt aufnehmen oder über die Nahrung. Und sie empfehlen rituelles Fasten und Reinigung. Also Reinigung ist ja mit dem Fasten einhergehend, innere Reinigung. Während der Fastentage soll keine Getreide- oder Reissorten gegessen werden oder Produkte daraus, kein Fleisch, kein Fisch, keine Milchprodukte, Eier und auch kein Alkohol, keine Drogen etc. Also da gibt es genaue Vorschriften, relativ genaue Vorschriften, was man in dieser Zeit tun und lassen sollte. Im Islam gehört das Fasten zu einem der großen 5 Säulen der Religion. Er spricht auch von einer inneren und äußeren Dimension des Fastens. Nach außen hin verzichten die Muslime für 30 Tage zwischen Sonnenauf- und Untergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr. Und nachts wird dann gegessen, also das entspricht dem Intervallfasten, sagen wir so 16:8, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Nahrungsaufnahme, natürlich nicht 8 Stunden lang, aber eine gewisse Zeit. Und das ist die körperliche, äußere Dimension. Die innere Dimension ist, die Moslems sind angehalten, mit all ihren Sinnen zu fasten, indem sie bewusster leben, über ihr Leben reflektieren und die Beziehung zu Gott intensivieren. Darum geht es auch im Islam, die Beziehung zu Gott zu intensivieren. Im Buddhismus gibt es auch ein Fasten, es ist nicht so streng, es gibt keine fest definierten Fastentage. Es ist eine Grundeinstellung. Extreme wie Völlerei oder Hunger lehnt man ab. Vielmehr lehrt er den Weg der Mitte. Laut buddhistischer Überzeugung erleichtert Fasten den Weg zum inneren Frieden und zur Erleuchtung. Im Hinduismus nennt man es Alimentarium. Die religiöse Praxis des Hinduismus ist von mehreren Fastenzeiten geprägt. Zweimal im Monat und zu Ehren Shivas am Jahresanfang. Auch dort ein ganz wichtiges Element des Glaubens ist das Fasten. Im Judentum gibt es über das Jahr verteilt mehrere Fastentage vor Purim, vor Pescha, am Yom Kippur und am Tisha B'Av.
was auch immer das ist, kenne ich. Man fastet nach Anlass unterschiedlich lang und verzichtet auf verschiedene Dinge. Das Fasten dient auch hier dazu, eine nahe Verbindung zu Gott herzustellen. Im Christentum kennen wir das Fasten auch. Es beginnt mit dem Aschermittwoch und die Christen und Christinnen verzichten bis Ostern für 40 Tage auf Genussmittel oder schlechte Angewohnheiten. Es gibt auch noch eine Fastenzeit vor Weihnachten. Wir hatten 70 Tage, glaube ich, insgesamt Fastenzeit. Also dort gab es früher auch eine Fastenzeit bis zum Weihnachtsfest. Die Gläubigen versuchen, den Alkohol, Tabak oder Fleischkonsum zu reduzieren bzw. ganz aufzugeben. Aber auch übertriebene Tätigkeiten oder Verhaltensweisen zu verzichten, zum Beispiel das Surfen im Internet oder mit dem Smartphone spielen oder zu viel mit dem Smartphone zu machen, dass man diese Tätigkeiten mal einstellt, um seine Abhängigkeit auch mal unter Beweis zu stellen, dass man eben nicht abhängig ist, dass man auch darauf verzichten kann. Ich denke, das ist ein wichtiger Selbstbeweis, dass man auf diese Dinge wie Alkohol, Drogen, Smartphone, Internet und so weiter auch gut verzichten kann. Es dient einem bewussteren Leben und der mentalen Vorbereitung auf das Osterfest. Dazu gibt es auch biblische Quellen über das rechte Fasten. Matthäus 6, 16, wenn ihr auch fastet, so seht nicht düster aus, da bin ich den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern dein Vater, der im Verborgenen ist. In Markus 2, 19 heißt es, können aber die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist. Es wurde nämlich Jesus damit konfrontiert, dass die Jünger nicht fasten, aber er sagt, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen ist und dann werden die fasten. Auch in der Bibel taucht es auf, mehrfach. Es gibt das Evangelium des vollkommenen Lebens, das ist auch eine christliche Schrift, die im Qumran gefunden wurde, im Vatikan, wo man, glaube ich, verschlossen ist. Aber wissen, was ist bekannt von dieser Schrift, die auch Jesus zugeschrieben wird, seinen Aussagen. Und dort heißt es, erneuert euch und fastet. Wahrlich, sage ich euch, Satan und seine Seuchen werden nur durch Fasten und Gebet vertrieben werden. Geht für euch und fastet allein und zeigt niemanden, dass ihr fastet. Der liebe Gott wird es sehen und groß wird euer Lohn sein. Ich sage euch, wenn ihr nicht fastet, werdet ihr euch nie aus der Gewalt Satans und aller Kräfte, die von ihm kommen, befreien können. Fastet und betet inbrünstig. Und sucht die Kraft des lebenden Gottes zu eurer Heilung. Sucht die frische Luft des Waldes und der Felder, und dort im Freien werdet ihr den Luftengel finden. Immer wieder raus in der Natur, das tut auf jeden Fall sehr gut. Atmet in langen und tiefen Zügen, damit der Luftengel in euch strömen kann. Ich denke, hier spricht er die Prana-Atmung an, die auch sehr energetisch interessant ist. Doch wenn ihr eure Sünden bereut, und durch Fasten und Beten die Engel Gottes sucht, dann löschen Gottes Engel eure üblen Taten aus im Buch eures Lebens und eures Geistes. Doch durch euer Fasten und Beten habt ihr den Herrn eures Leibes und seine Engel zurückgerufen. Lebt daher im Geiste und widersteht den Gierden des Leibes. Und immer erfreut euer Fasten die Engel Gottes. Sind das nicht schöne Worte? Ja. Also hier wird wirklich sehr nachdrücklich auf die großen Vorteile, was heißt nicht nur Vorteile, es geht ja auch um eine Bereicherung, es geht um ein Geschenk des Fastens hingewiesen. Auch im Wassermann-Evangelium, das von Levi geschrieben worden ist, was das Leben von Jesus sehr genau dokumentiert, heißt es, Kapitel 93, wenn du fasten willst, behalte es für dich, wahres Fasten ist die Tat der Seele. Sein Segen ruht auf jeglichem Bemühen deiner Seele. Eine große Veränderung auf diesem Planeten kann bewirkt werden, wenn man dem eigenen Herz folgt und Gott als die wahre Quelle von Licht, Liebe und Nahrung anerkennt. Ich halte es für ziemlich arrogant zu glauben, als alles allein zu können, ohne die Unterstützung einer unendlichen Quelle. Es gibt einen liebevollen Plan, einen liebenden Schöpfer, der alle und jeden unterstützt, wenn wir es zulassen. Von Charlie Harvey. Es gibt verschiedene Schulen des Fastens. Man kann wirklich ganz klein anfangen, der Weihfasten, ein paar Tage, eine Woche, hier steht in 72 Stunden, einen Lichtnahrungsprozess vorbereiten und praktizieren, ist hier dokumentiert. Das geht auch sehr schnell. Dann gibt es den 8-Tage-Prozess von Ricardo Agahi, der hat einen schnellen Prozess beschrieben. Was sehr empfehlenswert ist, die Sonnenmeditation, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, da gibt es
Videos dazu. Es bewirkt auch die Befreiung des Menschen aus dem dunklen Schlaf, der Unwissenheit um unsere spirituelle Existenz, die uns in Harmonie und Schönheit des Lebens wiederfinden lässt. Meditation kann von Anfängern und Fortgeschrittenen praktiziert werden, ist keine Begrenzung in Zeitdauer und Anwendung. Meditation auf die Sonne und das Licht war in vielen Kulturen, Religionen und Selbsterkenntnis wegen eine meist unverstandene und geheim gehaltene Praxis, sagt Rumi. Was dort ist auch eine Energiequelle durch die Sonnenmeditation, die wir uns bisher noch nicht erschlossen haben. Sonnenyoga gibt es auch. Also ihr seht, es geht immer sehr viel um die Sonne. Überwinde alle materiellen Wünsche, entwickle göttliche Energie, Entdeckung des Atma, der Atma-Seele. Es geht um Erleuchtung, um die Überwindung des Hungers und des Durstes, aber auch von Krankheiten. Passe den Geist allen Situationen an und von Feinden loszukommen. Alle Feinde werden zu Freunden, einschließlich der Tiere. Es geht um Langlebigkeit. Das alles ist möglich, wenn man dieses vielleicht intensiv ausübt. Gut, meine eigenen Erfahrungen möchte ich euch noch schildern. Die waren überaus positiv. Ich habe zweimal am Tag eine Fastensuppe zu mir genommen. Und vielleicht wäre es auch nicht notwendig gewesen, aber beim Essen mit anderen dann nur einen Tee zu trinken, das ist eben ein bisschen doof. Ja. Und deswegen habe ich dann mich auch eine Suppe, also eine Brühe oder sowas, das ist dann schon okay. Ja, das ist dann wie eine feste Nahrung. Also ich habe das Gefühl, die Flüssigkeit ist dann die feste Nahrung. Ja, also man fühlt sich danach, man hat überhaupt nicht, ich habe nicht mehr den Hunger gehabt. Ja, und man nimmt was Warmes zu sich, also tut sehr gut. Hier sieht man meine Gewichtsabnahme von 76 Kilo auf 73 und hat sich stabilisiert. Geht so ein bisschen rauf, geht ein bisschen runter. Es ist interessant, dass es auch teilweise hoch geht, weil der Körper die Flüssigkeit verwendet, glaube ich, um auch gewisse Stoffe wieder einzulagern. Also nicht Flüssigkeit einzulagern, das glaube ich jetzt nicht, sondern er baut andere Stoffe wieder auf. Hier ist das Blutbild, das eigentlich hervorragend ist. Normwert 15, da bin ich 8, bei 16. Also unten sieht man es nochmal. Da sieht man, dass ich in allen Bereichen sehr gut in den Normwerten war. 4,5, hier sind die Normwerte hier rechts, die Referenz. Also es gab in keinem Bereich eine negative Ausschlag nach oben oder nach unten. Und ich habe das wirklich sehr, sehr gut vertragen und ich habe das Gefühl, es hat mich auch noch mal gesünder gemacht. Ja, deswegen kann ich es auch sehr empfehlen. Gesundheit ist ein wertvolles Gut. Das ist durch das Fasten ermöglicht, gesünder noch mal gesünder zu werden oder gesund zu bleiben. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit, Gesundheit, Lebendigkeit. Ja. Und hier habe ich euch einen kleinen Weg dazu eröffnet. Hier ist noch eine Cloud habe ich euch gemacht, wo ihr noch sehr viele Filme findet dazu, zu den Fasten, Übungen und so weiter, Informationen, Hintergrundinformationen, und wünsche euch dann eine gute Fastenzeit. Tschüss!